Der Bundestag hat ohne jede Ankündigung das deutsche Strafrecht verschärft. Die Leugnung und Verharmlosung von Kriegsverbrechen und Völkermorden ist nun als Volksverhetzung strafbar. Lex Putin und vielleicht auch Eingriff in die Meinungsfreiheit oder auf der anderen Seite sinnvolle juristische Verschärfung. Das diskutiere ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentier doch mal mit, wie du die StGB-Änderung interpretierst. In einem sogenannten Omnibus-Verfahren hat die Bundesregierung die Verschärfung des Paragraphen 130 vorgenommen und den Absatz 5 eingeführt. Danach ist nun die öffentliche Leugnung und gröbliche Verharmlosung von Völkermorden sowie von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen strafbar. Diese Äußerungen müssten geeignet sein, den öffentlichen Frieden zu stören und zu Hass oder Gewalt aufzustacheln. Grundsätzlich ist es so konzipiert im deutschen Strafrecht, dass wir den Paragraphen 140 haben und den Paragraphen 130, also Aufruf zum Völkermord und die Leugnung des Holocaust. Das war bisher im Groben aus geschichtlichen Gründen bei uns unter Strafe gestellt. Nunmehr behaupten Kritiker dieser Verschärfung aus der Opposition, dass das eine Lex Putin sei und dass man die Leute mundtot machen wolle, die eine andere Betrachtungsweise des Angriffskriegs durch Russland gegen die Ukraine habe. Hier müsste man natürlich juristisch ganz genau drauf schauen, denn was hier tatsächlich bestraft werden soll, ist, und das ist natürlich noch nicht ganz klar, weil mir ist jetzt auch nur der Gesetzestext liegt nur vor, wenn auf Demonstrationen jemand in irgendeiner Form eine Kundgebung macht, eine Äußerung tätigt, die den Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine in einem anderen Licht darstellt, vielleicht sogar verleugnet, gutheißt oder vielleicht sogar den Ukrainern ein Stück weit Schuld zuschiebt, im Rahmen vielleicht der besetzten Gebiete. Diese Schilder hat man ja schon gesehen. Und das eben im Rahmen zum Beispiel einer Demonstration zur Diskussion führt, dann könnte dieser Straftatbestand bereits erfüllt sein. Und hier sind wir natürlich auch ganz eng im Bereich Eingriff in die Meinungsfreiheit, denn im Kontext gesehen, das habe ich selbst auch erlebt, hat ja schon eine Zensur stattgefunden, so seit der Corona-Krise. Das heißt, auch unser Instagram-Account ist gesperrt worden, obwohl ich behaupte, dass wir uns sehr differenziert mit den Themen auseinandergesetzt haben. Und so hat man das Gefühl, dass von staatlicher Seite immer nur eine Mainstream-Meinung gewünscht ist und alles andere wird sofort entweder in eine rechte Hetzer- oder linke Träumer-Ecke geschoben und beide Randgebiete vermischen sich ja gerade so merkwürdig miteinander, dass so eine linke Wagenknecht plötzlich zu den rechten Hetzern zählt. Also wir haben eine ganz große Gemengelage, aber ich finde, all das muss eine Demokratie aushalten können und unterschiedliche und differenzierte Meinungen gehören dazu und es gehört auch dazu in solch einer Auseinandersetzung, wie Russland-Ukraine hier auch den geschichtlichen Kontext zu sehen, den politischen Kontext zu sehen. Und ich bin hier vielleicht so am Rande eben der Auffassung, dass natürlich sich die Ukrainer mit allen Mitteln des Angriffskriegs erwehren müssen. Frieden wird man allerdings nicht über die Lieferung von Waffen finden, sondern Frieden wird man sicherlich nur in Gesprächen finden, in diplomatischen Beziehungen. Aber das sei hier nun mal am Rande erwähnt. Es ist genau zu beobachten, wie hier die Gerichte den Paragraphen 130 Absatz 5 auslegen werden. Legen sie den wirklich sehr weit aus und das heißt, da wird viel drunter gefasst, dann könnte sicherlich die Meinungsfreiheit hier tangiert sein. Dann haben wir also eine Kollision mit dem Artikel 5 des Grundgesetzes. Wer also sich differenziert äußert über solche Kriegsvorgehen, es gibt ja eine Menge Kriege auf der Welt, das Vorgehen im Iran zum Beispiel, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Wer also da eine andere Meinung hat und dann direkt die Strafrechtskeule um die Ohren gehauen bekommen hat, das könnte natürlich eines demokratischen Diskurses nicht sehr zuträglich sein. Auf der anderen Seite, wer sich natürlich massiv äußert und Dinge leugnet, die nun mal Faktum sind, das kennen wir vom Holocaust, das
muss auch unter Strafe gestellt sein. Vor allen Dingen, wo man heutzutage die sozialen Medien hat und das eine Plattform für viele Stammtischtäter ist. Wir werden es genau beobachten, wie sich der Paragraph 130 weiterentwickelt in der Rechtsprechung. Wir halten es im Auge, ich sehe es kritisch. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.